Yeah, Leute, es geht wieder weiter mit Slideswear Band of Thieves. Die dritte Episode steht an. Und ja, wir haben es erneut mit Rajan zu tun, wie es scheint, weil der konnte nämlich leider am Ende der zweiten Episode aus seinem Palast fliehen, bevor er Carmelita ihn festnehmen konnte. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die dritte Episode auch noch immer in Indien spielen wird oder ganz woanders. Finden wir es einfach heraus. Der Räuber erwacht. Okay, der hat da jetzt irgendwas in der Hand, das sieht aus wie Clockworks Herz. Nicht gerade lecker, aber Rajan, bei dem fiesen Grinsen will er definitiv Rache. Also dann, auf geht's mit Episode 3 von Slideswear Band of Thieves, der Räuber erwacht. Es kostete einige Detektivarbeit, aber die Gang und ich konnten Rajans Versteck lokalisieren. Irgendwie hatte er es geschafft, einen lang vergessenen Tempel zum blühenden Zentrum seiner Spice-Operation zu machen. Und dort werden wir ihn finden. Der Dschungel, zu dicht um hindurchzufahren, zwang uns, den weiten Weg zu unserem Ziel zu gehen. Unterwegs stießen wir auf ein paar Probleme, ließen uns jedoch nicht aufhalten. Der Tempel war nämlich mehr als Rajans Versteck. Er barg ebenfalls das Herz Clockworks. Eine Pumpe, so stark und unermüdlich, dass sie die Spice-Produktion um das Zehnfache steigern konnte. Gut für Rajan, aber schlecht für den Rest der Welt. Hoffentlich hängt für ihn nicht allzu viel von diesem Herzen ab, denn heute Abend nehme ich es mit mir nach Hause. Tja nun, wie es aussieht, sind wir jetzt also im tiefen Dschungel von Indien. Und es geht also echt um Clockworks Herz. Ich frage mich immer noch, was ist überhaupt dieses komische Spice? Das klingt für mich wie eine Droge. Irgendwie so, das muss irgendwas ganz komisches sein, irgendwas ein illegales Zeug, was Rajan da produziert. Und naja, dann würde ich sagen, ohne Umschweife legen wir direkt los, natürlich erstmal als Sly himself. Na, hier sieht's ja vielleicht aus. Nicht unbedingt zu einladen. Genau, hier haben wir einfach mal so einen Unterschlupf. Alter, das erinnert jetzt ein bisschen an den ersten Teil mit Miss Ruby, die sich ja auch in den Sümpfen versteckt hatte. Das sieht hier auch, naja, sumpfig sieht es jetzt nicht unbedingt aus, eher eben so regenwaldmäßig. Aber okay, es ist nur die Frage, wohin? Am besten da erstmal hin. Und auch hier gibt es natürlich wieder 30 Hinweisflaschen. Ist klar, ist klar. Und wieder fiese Wachen. Und hübsche Pilze. Schnauze. Immer diese Giftschlangen. So, da hätten wir gleich mal eine Flasche. Wie soll ich die denn bekommen? Geht ja gar nicht. Komm ich ja gar nicht ran. Dann haltest du mal die Klappe hier. Das ist ja auch wieder so ein dicker, fetter Elefant. Was willst du denn, Mann? Verstärkung rufen ist nicht. Und Klappe. Also, ich schätze mal, wenn ich irgendwie auf den Rücken des Elefanten komme, dann... Ach, der dreht das hier die ganze Zeit. Fällt mir jetzt erst auf. Okay, aber vielleicht komme ich von hier aus. Kann ich überhaupt auf seinen Rücken rauf? Nein, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Aber hier, das müsste jetzt aber eigentlich klappen, dass mich erstens der dicke Doombatz nicht sieht, wenn ich hier oben bin.
dass ich mir die eine Flasche da schnappen kann. Ist natürlich jetzt gerade sehr spannend. Äußerst spannend, das hier mit anzusehen. Obwohl... Ach, ne, es geht sich ja doch nicht aus. Mann, wie komme ich an die Flasche ran? Voll blöd. Na, dann gehe ich erstmal zu meinem eigentlichen Ziel. Schleich in den Tempel und mach ein paar Aufklärungsfotos, damit ich die Situation abschätzen kann. Aber verletz dich nicht. Das nächste Krankenhaus ist 106 Meilen entfernt. Nach meiner Karte müsste sich hinter diesem Wasserfall hier ein verborgener Durchgang in den Tempel befinden. Gute Arbeit, Bentley. Den geheimen Durchgang ziehe ich der Vordertür jederzeit vor. Alles klar, also wieder mal Fotos machen. Und wieder dieser klassische Trick mit dem Geheimgang hinter dem Wasserfall. Okay, so die Flasche habe ich jetzt aber. Da hätten wir noch eine. Ist natürlich jetzt nicht gerade das beste Wetter, aber ich glaube, das können wir irgendwie verschmerzen. Warum wackelt das denn hier so komisch rum? Wippt hier voll auf und ab. Das sind ja sehr komische Häuser hier. Ah, warte mal, von hier komme ich doch wohl an die Flasche ran. Wow, na klar, wir rutschen einfach mal wieder zurück. Total unrealistisch, ich drück gar nichts. Nein! Mann, warum bist du da jetzt runtergefallen? Verdammt nochmal. Dann zur Strafe lege ich jetzt den hier aufs Kreuz. Ah. Wow. Arsch, ey. Mann, jetzt stirb doch mal! Ah! Da wo man nicht wahr sind. So, schnell die Flasche. Schnauze. Was zum... Nein! Warum bin ich jetzt tot, ihr Missgeburten? Mann, scheiße. Ist das gemein. So, verschafft er doch das Rote dem Wasserfall Zutritt. Ah, dann mache ich eben das zuerst. Die können mich mal alle... Mit diesen fetten, dummen Rhinos. Ich fass es nicht. Wie lästig die mal sind. Ah, geh doch einfach sterben. Warum müssen da auch zwei von denen sein? Einer hätte völlig gereicht. Der ist schon fett genug, dass er für zwei so viel wiegt. So, dafür beklaue ich den jetzt. Und tot. Na klar, jetzt kriege ich Gesundheit. Vorhin, wo ich es hätte gebrauchen können, habe ich es natürlich nicht bekommen. Schabadoing. Okay, da oben ist eine Flasche. Hier ist wieder so ein dämlicher Affe. Der gerade abgestürzt ist. Was für ein Opfer. So, da ist wieder so ein Rhino. Und... Hey! Achso. Ah. Wieso hat denn das jetzt vorher nicht geklappt? So, da oben Flasche. Dann noch eine. Warte mal, wie komme ich denn hier? Okay. Zack. Gerade mal 34 ist natürlich noch voll wenig. Aber die eine da oben, da muss man ja richtig blöd springen. Und da oben ist was. Was glänzt denn da so komisch? Ich glaube, das ist wieder ein Schatz. Das ist wieder ein Schatz, den ich mir schnappen kann. Und dann wieder zurückbringen muss zum Versteck. Aber erstmal will ich hier noch ein bisschen umschauen. Ah ja, ich sehe schon, ich sehe schon.
dass Sly eindeutig zu dumm zum Springen ist. Verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte doch hier unten landen. Ist hier sonst noch was? Abgesehen von dieser Scheißwache hier, halt die Fresse. Oh, der Typ kann aber auch ganz schön weit werfen. Na komm, der kann mich doch hinter dem Wasserfall gar nicht sehen, oder? Also. Bisschen Logik möchte ich mir von so einem Spielern doch erwarten dürfen. Der hat auch wieder was Glänzendes dabei. Aha, wieder ein silberner Ring. Und jetzt stirb. Kommt davon. Mit dem Meister, die blickt sich hier niemand an. Absolut niemand. Warte mal, habe ich den vorhin nicht gerade erst platt gemacht? Ich würde halt gerne hier draußen noch schön Flaschen sammeln. Die brauche ich ja später, brauche ich die sowieso wieder alle. Ist also eh egal. Je früher, desto besser, würde ich sagen. Auch wenn ich natürlich noch nicht an den Tresor rankomme, weil ich nicht mal... weiß, wo der sein soll. So, schnell verstecken. Voll verarscht. Na, was machst du jetzt, Dicker? Hä? Was machst du jetzt? Keine Ahnung, muss wohl abgehauen sein. Ist entwischt. Ja, von wegen. Ich bin direkt hinter dir. Also, sag tschüss! So, kommt davon. Wenn man nicht aufpasst. Das war die Rache dafür, dass die mich vorhin erwischt haben. Diese Mistkerle. Komm ich hier nicht rauf? Nee. Schade, aber die eine Flasche da drüben, die ist echt blöd. Hier, die da oben. Die ist echt kacke zu erwischen. Kann ich hier nicht einfach auf das Ding hier so... Kann ich aber auch nicht rauf. Und kann ich überhaupt laufen auf dem Ding? Bringt ja nicht wirklich was. Und noch ein silberner Ring. Und knacks. So, Fresse halten. Ja, jetzt kommt hier schon wieder so ein fettes Rhino. Hilfe! Lasst mich doch in Ruhe. Die sind ganz schön aufdringlich. Dafür bin ich ganz schön schnell. Sag mal, hältst du die Schnauze, blöde Schlange? Da geht immer gar nicht. Wenn ich hier weglaufen will, dann will ich nicht von einer giftigen Schlange gebissen werden. Hä, was war das denn? Oh, Hilfe! Ihr kriegt mich ja doch nicht. So, da oben geht es ja auch noch überall. Hier ist zum Beispiel eine Flasche. Zack. Hier gibt es noch einiges mehr zu holen. Sehr viel mehr. Da oben zum Beispiel. Oh, na klar, direkt über mir ist wieder so eine Wache. Aber hier ist ja nicht umsonst ein Pilz. Kann ich nämlich da drüben hin. Na, da haben wir zum Beispiel auch noch eine Flasche. Ja. Ist wieder super toll. Mache ich das eben so, immer mal wieder springen und Kreistaste drücken. Dann geht das auch so. Lass mich doch hier nicht verarschen. So, da drüben sieht aus, als würde ich da hin können, aber da ist, glaube ich, gar nichts. Einfach nur Landschaft.
Schade, dass ich diesen coolen Zeitlupenschwung aus dem ersten Teil hier gar nicht benutzen kann, seit ich BAM! Hätte ich dem richtig schön von oben in Zeitlupe jetzt eine reingehauen. Warum kann Sly das eigentlich nicht mehr? Ist doch total unlogisch. Der hat das doch alles wieder gesammelt, seine ganzen Techniken im ersten Teil. Und müsste er so gesehen alles können, aber kann er nicht. Echt merkwürdig. Vielleicht haben die sich gedacht, na dann ist ja das Spiel zu einfach. Wenn man wirklich von Anfang an die ganzen Tricks jetzt aus dem ersten Teil könnte, so unsichtbar machen vor allem. Das wäre dann, das ganze Spiel wäre dann viel zu leicht, das verstehe ich schon. Dass sie das nicht gewollt haben. Ja, warum wackelt das eigentlich alles so komisch? Das sieht nicht gerade stabil aus. So, da ist noch eine Wassermühle. Und tschüss. Keine Sorge, ich gehe schon noch. Da ist noch eine Flasche, ich gehe schon noch da rein, wo ich hin muss. Aber erstmal will ich mir hier die Wachen entledigen hier. Und die ganzen Flaschen sammeln. Na toll. Hier oben hätte man voll gut eine verstecken können, aber hier ist gar keine. Einfach nur für die bessere Übersicht. Ich muss sie sowieso erstmal hier runter zu der da. Voll draufgeschwungen. So, 10 von 30 habe ich schon mal. War nicht mal so übel. Da ist gleich die nächste. Und zack. Halt die Fresse. Ah. Diese Scheißaffen. Na, da kommt gleich der zweite. Ah, auch tot, weil er abgestürzt ist. Nee, das ist noch einer. Ah, nee, das ist nochmal derselbe. Der ist doch nicht tot. Man stirbt gefälligst. Dankeschön. Müssen wir jetzt warten, bis die das Geld droppen. Sonst gelten sie nicht als besiegt. So, wo könnten hier überall noch Flaschen sein? Boom, boom, boom. Macht wieder voll so ein kleines Erdbeben, wenn der hier rumstapft. Halt doch einfach die Klappe, du Arsch. Wo kommen überhaupt diese Laser her? So, abgestürzt. Ebenfalls abgestürzt. Was machst du denn hier, Mann? Ab runter mit dir. So, hier oben haben wir noch eine. Nummer 12. Hier gibt es voll viele Seile und Lianen. Ja, bitte, der Turm ist irgendwie jetzt... Dass der nicht da schon runterfällt in den Fluss, das ist ja schon... eine architektonische Meisterleistung. Oder doch eher statikmäßig gesehen. So, auf den Punkt kommen wir natürlich jetzt überhaupt nicht rauf. Toll. Geht ja gar nicht. So, dann statte ich dir mal einen Besuch ab. So. Ein unfreiwilliges Bad genommen. Der hat eh schon total gestunken. Daher stammt wohl auch der Spruch, deine Mutter stinkt nach Affenarsch. So, da ist nochmal so ein Rhino. Da ist noch ein Affe. Ja, mach dich mal nicht zum Affen hier, Kumpel. Gar nicht nötig. Na klar, muss natürlich ausgerechnet, muss der in meine Richtung kommen, klar. Müssen wir nicht lieber umdrehen? Hm, komm schon. Ja, natürlich nicht. Der kommt jetzt hier lang, der legt sich, weil ich mach hier meine Runde, so wie immer. Oder, na, der geht wenigstens hier runter, na dann ist das auch gut so. Schnapp ich ihn mir gleich mal. Hups, und zack.
Wo könnten hier noch so viele Flaschen versteckt sein? Okay, hier ist wieder das Versteck. Hier ist es ja... darfst du nicht, weil sonst... hast du Mission abgebrochen. Ich will diese ja auch nicht abbrechen. Aber die eine Flasche, die nervt mich jetzt echt total. Das muss doch irgendwie... das muss doch einen Sinn machen, dass ich hier überhaupt rauf kann. Aber auf das runde drehende Ding hier oben komme ich nicht rauf. Ach, das geht nicht! Wieso geht das nicht? Wieso komme ich denn da nicht rauf? Wow! Was? Leute, was... was ist jetzt los? Oh Gott, ich glaube, ich habe das Spiel geglitscht. Jep, eindeutig... habe ich gerade das Spiel geglitscht. Seht euch das an. Wo bin ich? Ich bin im Nirvana. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Scheiße. Mann, was ist das denn jetzt? Ich will aufhören. Auftrag beenden. Das ist unfair. Ja, abbrechen. Leck mich doch. Was war das denn jetzt für eine Scheiße gerade? Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen, aber ich meine, what the fuck? So, wenigstens bleiben die Flaschen gespeichert, aber jetzt seid ihr alle leider wieder hier. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, also ich hätte jetzt nichts anderes machen können, Leute, ich bin total festgehangen. Was war das jetzt für ein komischer Bug? Oder, naja, aber Glitch ist ja was, was man sich zum Vorteil nutzen kann, aber sowas. Ich konnte ja überhaupt nichts mehr machen, ich bin mitten in der Luft, bin ich festgehangen mit Sly. Mitten einfach so? Nur weil ich da jetzt so, weil ich da raufspringen wollte? Ach so, hier. Hier gibt's... okay, gut. Damit wäre jetzt endlich mal gegen, wie ich diese blöde Flasche hier endlich bekomme, weil man hier auch rauf kann, habe ich gar nicht gesehen. Obwohl es doch eh so schön blau glitzert. Ja, aber das ist mir bisher noch nicht passiert. Im ersten Teil jedenfalls ist mir sowas gar nicht passiert. Peinlich, peinlich. Einfach mal das Spiel... ja, wie gesagt, entweder habe ich es geglitscht oder es ist einfach ein Bug gewesen. Ich weiß es doch auch nicht so genau. So, 13 von 30 gerade mal. Da drüben ist auch eine Flasche. Müsste ich von da drüben hinkommen. Wie das hier alles rumwackelt. Die müsste eigentlich schon kurz übel werden, den ganzen Wachen da. Da drüben müsste ich dann irgendwie raufkommen. Dann machen wir erstmal hier. Rutsche ich erstmal zu euch rüber. So, bei denen ist aber scheinbar eh keine Flasche. Wow, Alter. Schön ruhig bleiben, Sly. Schön ruhig bleiben. So, toll. Und jetzt? Ach, dann leck mir doch am Arsch. Hat mir jetzt eigentlich überhaupt nichts gebracht. Überraschungsangriff! Knacks! So, jetzt muss ich mir das nochmal von ihm anhören, hä? So, ja klar muss ich mir das jetzt nochmal anhören. Naja. Aber das war jetzt echt total seltsam. Ich wollte eigentlich nur da hochspringen und auf einmal... was ist das denn überhaupt jetzt für ein Pfeil? Ich glaube, das ist der Unterschlupf von uns. Da will ich jetzt natürlich nicht hin, Mann. Ey, kannst du mal woanders langlaufen, du fettes Schwabbel? Und Klappe zu. Rhino tot, nicht Affe. War ja keiner. Der steht hier rum. So. Da oben ist doch jetzt, wie gesagt, da war doch gerade so eine Flasche. Ich sage, die sind alle eindeutig schwieriger zu finden und zu bekommen als im ersten Teil. Ganz eindeutig. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Weil das Spiel ja auch anders aufgebaut ist. Wir sind ja hier auf einer Oberwelt und gehen ja dann in gar keine Level rein. Also wenn, dann sind die Flaschen immer alle draußen. Die können nur draußen sein. Also, sorry, aber ich gehe, wenn, dann erst im nächsten Part da rein. In erster Linie will ich mal die ganzen Flaschen hier suchen. Zumindest die, die ich schon mal finden kann. So, geh mal baden. Stinkst. Voll am Absüffeln. Der ist ja voll so ein Feuerspucker. Ah,
Frechheit. Sowas will ich auch können. Warum kannst du kein Feuer spucken? Naja, weil der Meister, die wissen kein Feuerspucker, deswegen. So, ey, mir fehlen ja immer noch so viele Flaschen. Was sind denn hier noch 17 Flaschen? Euer Ernst? Die müssen ja aber echt gut versteckt sein. Ich meine, gut, ich war ja wohl noch nicht überall, wie es scheint. Aber trotzdem macht mich das wieder ein bisschen skeptisch. Hier unten ist noch einer, na siehste. Müssen wir erstmal ganz genau hingucken. Wird man schon fündig. So, hier hätte ich auch noch eine Klempern da oben. Gott, wie komme ich da denn jetzt hin? Muss ich irgendwie genau hier rauf? So, und du hältst die Klappe! Klappe zu, Affe tot! Ich muss irgendwie hier raufkommen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Am besten von hier. So. Ach schade, ich wollte ihn doch noch mit einem Überraschungsangriff killen. Ah, jetzt ist er abgesoffen. Selber schuld. Mann, ich komme hier trotzdem nicht ganz rauf, verdammt. Mann, wieso nicht? Eine Scheiße. Ah, aber hier komme ich schon mal hier hoch. Ja, das sieht gut aus, weil da ist noch eine Flasche. Und damit meine ich jetzt nicht dich, du blöder Ziegenbock. Wurde trotzdem eine Flasche. Wieso, da oben ist noch eine drauf? Nee, das wird sich nicht ausgehen, oder? Natürlich nicht. Der Typ guckt einfach so zu, hä? Ist irgendwas passiert? Ich weiß von nichts. Ist sich mir natürlich keiner Schuld bewusst. Dass er nicht verhindern konnte, dass ich seinen Kumpel gerade aufs Kreuz gelegt habe. So. Da drüben ist auch noch eine. Hier sind sogar zwei. Moment mal. Okay, die andere aber von da drüben. Ja, sorry Leute, das muss auch mal sein. Ich muss das so oder so machen. Ich hätte schon ganz gerne in jeder Episode alle Flaschen gefunden. Ich finde, das gehört einfach zum Spiel dazu. So, 17 von 30. Könnten denn hier noch welche sein? Da drüben war doch auch noch irgendwo eine, wo ich mir gedacht habe, na, wie komme ich da denn hin? Äußerst dubios. Unglaublich. So, wenn ich mir das Ding schnappe, ich kann ja jetzt gar nicht zurückgehen in den Unterschlupf, weil ich es ja eigentlich nicht darf. Dann werde ich das später machen. Ja genau, hier oben war ja noch eine. Ja, wie krieg ich dich? Meine kleine Bottle. Ja, nee, so schon mal nicht. Vielleicht hier? Nee. Mein Sly kann hier zwar... Ja, das ist das Zahnrad im Weg. Verdammt nochmal. Wie soll ich denn das... Wie soll ich die jetzt bekommen? Das geht ja gar nicht. Ach, das muss irgendwie gehen. Ja, komm schon. Sly. Du wirst doch diese eine Flasche hier kriegen können. Außer... Oh, wie macht er das denn? Das war jetzt aber auch eine sehr knappe Angelegenheit. Nee, ich komme ums Verrecken nicht an...
Jetzt ist der Penner schon wieder da. Jetzt geh dich doch mal ficken. Ah, du fettes Mistvieh. Die respawnen hier. Was soll denn der Scheiß? Könnt ihr nicht einfach tot bleiben? Es kann doch nicht sein, dass ich die Flasche jetzt hier nicht bekomme, oder? Muss ich genau in dem... Nee, in dem Moment, wo... Achso, das ist zum Glück nicht so tief, dass es hier absäuft. Das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, von da oben, ich komme doch so weit, kann ich ja nicht springen. Das geht ja nicht. Jetzt bist du schon... Sag mal, das Spiel will mich doch verarschen jetzt, Leute. Jetzt reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt würde ich gerne den Part beenden. Ist, glaube ich, eh schon lang genug. Dem nächsten Part geht es dann entweder hier draußen noch weiter auf Flaschensuche oder doch schon drinnen hinter den Wasserfall weiter. Vielleicht kann man irgendwer sagen, wie ich an diese eine scheiß Flasche rum rankommen soll, weil das geht einfach nicht. Die ist hier... Slack kann hier nicht hoch und bei den... Hier sind diese scheiß Zahnräder im Weg. Oder kann der von da oben irgendwie auf den Zahnrädern mit? Nee, oder? Geht ja gar nicht mal. Dass ich von hier oben... Hier so... Das dreht sich ja auch viel zu schnell. Nee, das kann ja gar nicht sein, oder? Gibt es ja gar keine Möglichkeit, dass ich hier rauf kann. Auch nicht da drüben. Komme ich ja gar nicht hoch. Oh doch, hier schon. Hier schon, aber da drüben nicht. Sei denn, ich gehe mir noch höher. Ey, ist das dumm? Ey, halt die Fresse jetzt. Ja, nö. Keine Ahnung. Das hier glitzert so schön. Ja, nö, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung wegen der Flasche. Jetzt ist der Typ schon wieder da. Und jetzt sind sogar zwei da. Na klar, jetzt hat er auch noch einen Zwillingsbruder bekommen, einfach so. Also, auch wenn das Wetter nicht gerade das Beste ist, im nächsten Part geht es dann wieder weiter mit Sly 2 Band of Thieves mit noch mehr Flaschen. Und warum glüht mein Stab jetzt so komisch? Ich glaube, weil ich hier irgend so einen Power-Up aktiviert habe, deswegen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!